Was geht, meine Freunde? Hier ist wieder euer Alium. Herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Jo, 10-fach-Event steht an. Gibt ein paar Probleme in diesem 10-fach-Event. Die nächste Fusion steht an. Wir hatten erst ein krasses Wochenende mit 2-fach Blau, mit 10-fach auf Sisia. 10-fach-Event sage ich immer, Early Game, Mid Game, lasst es aus. Es macht nicht wirklich viel Sinn, weil ihr einfach bessere Chancen habt, bei den 2-fach-Events was Besseres zu bekommen. Natürlich hören sich die Champions cooler an und sonst irgendwie. Aber es ist einfach sinnvoller für jemanden, der im Early Game oder Mid Game ist, lieber bei einem 2-fach-Event zu pullen und alleine schon gute Epics zu bekommen, als drauf zu gamblen bei einem 10-fach-Event dann tatsächlich diese Leggy oder diesen Epic zu bekommen. Meistens werdet ihr nur enttäuscht. Ich selber bin das Wochenende beim 10-fach-Event all in gegangen. Ich habe nochmal 50 Shards geknackt für Sisia. Ich habe nochmal 9 Sacreds geknackt für Sisia. Ich habe nichts bekommen, keine gute Epic, keine neue Leggy, gar nichts, geschweige denn für Sisia. Ja, andere hatten mehr Glück, aber verlasst euch nicht drauf, weil eine Handvoll Leute Glück hatten. Hebt eure Shards auf Mid-Game, Early-Game fürs 10-fach und wenn ihr dann so weit seid wie ich oder ein paar andere, dann könnt ihr wirklich sagen, okay, das ist krass, diesen Champion brauche ich noch unbedingt, dieser Champion würde meinen Account eventuell noch verändern, weil ich im Doom Tower dann besser vorankomme oder. Und deswegen sind 10-fach-Events meistens nur für die Endgamer, die noch spezielle Champs brauchen. Gut, genug gequatscht, ich zeige euch jetzt die Champions. Gut, und dann zeige ich euch gleich mal den ersten Champion. Ich gehe einfach die Liste durch, wie ich sie hier stehen habe. Und der erste Champion ist Lissandra. Lissandra, ich habe einen Guide schon gemacht, ich schaue, dass ich ihn oben mit verlinke. Lissandra ist einfach nur crazy, sie überträgt hier alle Debuffs von sich aufs Ziel. Sie leert hier das Rundmeter von einem Ziel komplett. Hier klaut sie das Rundenmeter der Gegner, 30%, gibt euch 30% mehr Rundenmeter und gibt euch noch einen großen Geschwindigkeitssteigerer-Buff. Ihr habt noch eine Aura mit 24% Geschwindigkeit in allen Schlachten. Unglaublich krasser Champion. Wie ich es in dem Video schon gesagt habe und immer wieder sage, für mich ist Lissandra der beste Speed-Booster im Team, weil sie eben Geschwindigkeit gibt, boostet, klaut, alles Mögliche macht. Einer der Top-Top-Champions und genau deswegen werde ich auch pullen. Nicht All-In gehen, aber auf jeden Fall pullen. Wir quatschen am Ende nochmal drum, weil immerhin die neue Fusion fängt jetzt dann an. Ja? Und es ist nächstes Wochenende zweifach heiliges Event, wenn alles nach Plan geht. Deswegen, ja. Aber Lissandra ist wirklich nice. Und dann gucken wir den nächsten Champ. Der nächste Champion ist Lanakis. Lanakis ist auch ein super, super guter Champion. Sie hat auf dem A1, greift einen Gegner an, verleiht sich selbst einen Dauerheilungsbuff, wenn der Angriff kritisch trifft. Sie schließt sich hier mit 3 Verbündeten an und greift einen einzelnen Gegner an. Die Verbündeten schließen sich immer mit ihrem A1 an, füllt das Rundmeter aller Verbündeten um 30% und verlängert die Dauer aller Buffs auf allen Verbündeten um eine Runde. Unglaublich krasser Skill und Bund des Schicksals ist der Skill, warum Lanakis so gut ist, warum wir sie alle wollen. Dann gibt es hier noch, verleiht allen Verbündeten für 2 Runden Crit-Quote-Steigerer, Angriffssteigerer-Buff, bietet eine Chance von 25% eine Zusatzrunde zu gewähren. Das könnt ihr natürlich noch steigern auf 50%. Unglaublich crazy, also wenn es richtig triggert, ihr benutzt das, könnt direkt die A2 machen, ihr macht mehr Damage dadurch. Na? Unglaublich geil, sie hat gute Base-Stats, wirklich nicer Champion, vor allem für eben diese Blender-Teams in der Arena, aber halt auch Faction Wars und. Unglaublich starker Champion, auch eine der Champions, die ich noch nicht habe. Ist für mich jetzt kein Must-Have, aber es wäre nice, sie zu haben. Und dann schauen wir uns den nächsten Champ an. Ja, und neben Lissandra ist es Prinz Keimer, warum ich unbedingt pullen werde und auf jeden Fall mein Glück versuche. Prinz Keimer ist einfach nur crazy. Prinz Keimer auf dem A1 greift alle Gegner an und verleiht für eine Runde ein Gift, wenn er Treffer kritisch trifft. Er greift alle Gegner an, entfernt alle Buffs und verleiht für eine Runde Schlaf, für die Arena krass, für die Dungeons krass, für den Doom Tower krass. Einfach nur extrem. Geiler Skill, aber es geht hier darum, setzt die Abklingzeit aller verbündeten Fähigkeiten zurück, füllt das Rundenmeter aller Champions, aller Verbündeten mit Ausnahmen von sich selbst um 20%. Einfach nur geil. So geil. Ihr wisst alle, wie es läuft. Dungeons, ihr macht die erste Wave, wenn es hier hat oder einen krassen Nuker. Die erste Wave wird genukt, in der zweiten kommt er dran, er resettet alles, ihr nukt euch nochmal durch und dann seid ihr in 10 Sekunden durch alle Waves durch, seid im Doom Tower auch sehr schnell durch. Da gibt es die ganzen Kombos mit Lydia und allem, deswegen mega, mega crazy. Dann haben wir noch eine Aura, Arena-Aura von 30% Geschwindigkeit, also auch in der Arena wird das super oft genutzt. Einfach nur krass. Und ich will ihn unbedingt haben. Ich will unbedingt meine Runs verbessern und schneller werden und auch sicherer mit den Runs werden. Und deswegen brauche ich den Reset von ihm. Ja, es geht auch mit Renegade.
Aber ich will einfach einen Keimer, weil ein Keimer einfach cooler ist. Deswegen, also das ist auch einer der Gründe, warum ich persönlich pullen werde. Aber wie gesagt, ich brauche halt unbedingt Lissandra und ich brauche unbedingt einen Keimer. Und dann schauen wir uns den nächsten Champion an. Dann haben wir einmal hier Aramid York. Ganz genau. Aramid York ist eigentlich auch eine super gute Epic. Mega nice. Und vor allem für die Faction, er hat hier auf dem A1 einen LP-Verbrenner, er hat hier auf dem A2 verleiht allen Verbündeten Angriffssteigerer und Rundenmeter und er hat hier auf dem A3 belebt zwei Verbündete, zufällige Verbündete mit 30% LP wieder, füllt den Rundenmeter um 40% und verleiht ihnen für zwei Runden eine perfekte Verschleierung. Also ich glaube in Dungeons könnte der auch richtig nice sein, habe ich selber noch nicht probiert, ich habe andere Alternativen, wenn man ihn natürlich recht früh zieht. Kann er einem mega weiterhelfen. Auf meinem Free-to-Play würde er Bombe passen oder Bombe sein. Auf meinem Main, ich habe ihn auch für die Orks jetzt nicht mehr gebraucht, obwohl ich ihn schon habe. Aber er ist eine unglaublich gute Alternative. Auch für die Frostspinne, falls man da nichts Besseres hat. Unglaublich guter Champion. Ich persönlich finde, er ist einer der besseren Champions, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Den nur nicht so viele Leute, die ihn nutzen, weil sie halt mittlerweile Alternativen haben. Also ich denke eher, das ist so ein Early-Game-Mid-Game-Champion. Deswegen, wenn man ihn gezogen hat, lucky war, auf jeden Fall nice. Dann gucken wir uns den nächsten Champion an. Und der nächste Champion ist ein Favorite von jedem, Deacon Armstrong. Deacon Armstrong ist mitunter, also dieser Champion ist wirklich mitunter die beste Epic, die in letzter Zeit rausgekommen ist und gehört in meinen Augen zu den Top 5 Epics im ganzen Spiel. So einen starken Champion hat Plarium lange nicht mehr rausgehauen. Wir haben auf dem A1, greift zweimal an, auf einen Gegner, hat ein Entziehen. Dann hat er greift alle Gegner an, hat einen großen Defense-Verringerer auf 100% Chance mit Büchern. Und dann geht es um diesen Skill, Mini-Lissandra-Skill. Er nimmt 15% Rundenmeter vom Gegner, gibt euch 15% Rundenmeter und er kriegt eine Zusatzrunde. Sprich, er fängt auch auf Auto mit dem A3 an, geht dann direkt in den A2. Hier habt ihr Booster und Debuffer in einem. Plus Turn wieder Control vom Gegner auch. Ups, jetzt habe ich mich selbst gehauen. Plus auch noch das zusätzlich. Also unglaublich crazy dieser Champion und ihr habt auch noch eine Speed-Aura in allen Schlachten. Was will man mehr, ganz ehrlich, dann habt ihr Entziehen für Bosskämpfe, also auch für Dungeons top, für Doom Tower top. Ihr könnt damit die Waves kontrollieren, ihr könnt die Waves debuffen. Ich habe Leute gesehen, die packen ihn in super schnelles Stun-Gear und dann geht's ab. Weil dieser Skill hat einfach 3 Runden Cooldown und dieser Skill hat einfach 3 Runden Cooldown. Das heißt, er cycelt jedes Mal durch, er macht A3, A2. Ihr habt sowieso Rundenmeter geklaut, ihr seid sowieso schneller dran. Ihr cycelt viel schneller durch und wenn der Gegner dann wieder drankommt, wenn ihr 2-3 Leute gestunt habt, kann es natürlich sein, dass die gegnerischen Waves fast gar keine Möglichkeit haben, irgendetwas zu machen. Wirklich, wirklich krasser Champion. Ich habe ihn erst vor kurzem gezogen, habe jetzt auch Zeit und die Ressourcen in solche Champions zu investieren und das werde ich definitiv machen und einen Guide zu ihm rausbringen. Ich finde ihn einfach nur crazy. Dann schauen wir uns den nächsten an. Und der nächste Champ ist Sashi von den Shadowkin, was ich persönlich richtig cool finde, dass sie jetzt auch da jemanden reinpacken, eine Epic. Sie hat auf dem A1, greift alle Gegner an und hat einen großen Genauigkeitsverringerer. Ich habe euch schon mal gesagt, das ist ein sehr, sehr starker Underdog-Debuff, soll man nicht unterschätzen. Dann haben wir hier, greift einen Gegner an, hat eine 75 mit Büchern 100%ige Chance, Crit-Quote-Verringerer und Entziehen-Debuff zu verleihen. Auch sehr, sehr cool. Und hier verleiht allen Verbündeten für 2 Runden 50% Angriffssteigerer, greift dann einen Gegner an, füllt das Rundmeter aller Champions um 20%, wenn dieser Hit kritisch trifft, auf 3 Runden Cooldown, sehr, sehr stark. Dann haben wir noch, belebt einen Verbündeten mit 30% LP wieder, wann immer dieser Champion einen Gegner tötet, bietet eine Chance von 50% allen Gegnern für eine Runde einen Angst-Debuff zu verleihen, wann immer ein Verbündeter wiederbelebt wird. Also auch ein super gute Passiv, ohne Cooldown drauf, ne? Also es kann wirklich jedes Mal procken, wenn sie jemanden tötet. Wirklich geil. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sie in einem Relentless-Set auch super geil ist. Vor allem in der Faction War. Oder wenn man halt ein nicht zu starkes Team hat und immer wieder mal an Squishy DD umfällt, ist sie natürlich geil. Je schneller sie durchcycelt, desto öfter kann sie buffen, desto öfter kann sie Rundenmeter erhöhen. Genau. Und desto öfter kann sie halt auch draufhauen. Deswegen, ich finde, ihr Kit ist an sich wirklich nice. Ihre Base-Stats sind richtig gut. Also für mich auch ein geiler Champion. Würde ich jetzt nicht unbedingt für das 10-fach pullen. Also die einzige Epic, für die ich unbedingt pullen würde, wäre Deacon. Mir geht es um die Leggies. Und dann schauen wir uns jetzt die Voids an. Und bei den Voids haben wir eine
Epic und das ist Goldene Schnitterin. Goldene Schnitterin ist quasi eine Abwandlung vom Apotheker. Sie hat greift einen Gegner und hat eine 30%ige Chance, die Abklingzeit eines zufälligen Verbündeten um eine Runde zu senken. Cool. Greift alle Gegner an, bietet eine Chance von 50% für zwei Runden Angriffsverringerer zu verleihen, senkt das Rundmeter jedes Ziel um 20%, wenn kein Angriffsverringerer Debuff unterliegt. Das ist halt natürlich geil, also entweder oder. Ist natürlich wirklich cool, ich finde es nice. Und dann haben wir hier, verleiht allen Verbündeten für zwei Runden 30% Geschwindigkeitssteigerer und steigert ihr Rundmeter um 20%. Deswegen sage ich, es ist eine Abwandlung vom Apotheker, weil sie noch mehr in ihrem Kit mit sich bringt. Dann haben wir noch eine Aura, Fraktionsgriff, 40 Genauigkeit. Ich selber habe sie noch nicht, würde jetzt keine Voids dafür aufmachen. Void Event wird höchstwahrscheinlich nach dem Wochenende in 3 Wochen sein, also nach der Fusion. Ja, ich heb meine einfach auf, weil sie ist jetzt nicht so geil. Und dann schauen wir uns jetzt die Void Lego an. Und die Void Lego ist eine Raglan und eine Raglan ist super stark. Wirklich eine der richtig geilen Void Leggies, finde ich. Wir haben hier auf dem A1, greift ein Gegner 3-mal an, füllt das Rundmeter von 3 zufälligen Verbündeten um 15%. Verbündete können ihr Rundmeter durch diese Fähigkeit nur einmal pro Runde auffüllen. Natürlich geil, wenn sie dann auf alle 3 in der Arena zum Beispiel das Rundmeter füllt. Das wäre natürlich geil, wenn es natürlich mehrfach auf einen prockt. Nicht so nice. Dann haben wir hier, entfernt alle Debuffs von allen Verbündeten und heilt sie. Die Heilmenge richtet sich nach dem Angriffswert dieses Champions. Die hat gute Base-Stats, kann ein bisschen was stacken, aber worum geht's bei ihr? Bei ihr geht's um den A3. Belebt einen Verbündeten mit 75% LP und vollem Rundenmeter wieder und das auf 2 Runden Cooldown. Das ist unglaublich crazy. Zu reviven mit 2 Runden Cooldown als Leggy und dann das Rundenmeter auch noch voll mit sich geben und eben sehr viel Leben, unglaublich stark. Wir haben hier noch eine Defense-Aura in allen Schlachten von 33%, eher eine der stärkeren Defense-Auren. Dieser Champion ist crazy, aber für mich auch immer noch keiner, wofür ich jetzt Voids unbedingt öffnen würde. Ich warte wirklich aufs zweifach Void-Event. Sie ist nice, sie ist gut, keine Frage, aber für mich persönlich nicht. Ne? Wenn ihr natürlich wisst, ihr seid nah am Pity und ihr wisst, ey, es könnte bald passieren, dass ich wirklich eine Void Lego bekomme und ihr wollt sie unbedingt, ihr braucht sie vielleicht für die Arena, für die Dungeons oder in Doom Tower, Faction Wars, dann würde ich pullen. Aber an sich, im Groben und Ganzen, sind jetzt wirklich nur Lissandra und eben Prinz Kaima kommen für mich persönlich in Frage. So, für alle, die es noch nicht gesehen haben, ich zeige es euch jetzt mal ganz kurz hier. Das gab es heute, also nicht vergessen, in euren Shop mal reinzuschauen. Das gab es heute zum Jahrestag und es ist eigentlich ein richtig nices Freebie, also ein 5er Chicken, Leggy Buch und 3 Void Splitter. Echt nice. Wie gesagt, wenn ihr nah am Pity seid und eine Raglan wollt, das Paket hier ist, bietet euch nochmal 3 Splitter mehr. Richtig geil. Also nochmal kurz, Raglan, Lissandra, Prinz Kaima, Lanakis, dann Goldene Schnitterin, dieser Eremit, York, Deacon, Armstrong und Sashi sind die 10-fach targeted Champions. Die sind wirklich nice an sich. Ich persönlich brauche eine Lissandra, ich persönlich brauche einen Kaima, deswegen werde ich für die pullen und habe da richtig Bock drauf. Ich werde nicht alles aufmachen, ich habe auch nicht mehr viel. Wie gesagt, wir haben ordentlich geballert das Wochenende. Es war auch ein 2-fach-Antique-Event. Ne? Da haben wir natürlich auch geballert, wie blöde. Das Video habt ihr bestimmt gesehen, wenn nicht, ich verlinke es oben. Übelst nice gewesen, aber dieses Event ist eins der besseren, finde ich, und ich finde es richtig gut. Ich werde auf jeden Fall öffnen. Das einzige Problem ist, wie gesagt, nächste Woche am Montag fängt eine Fusion an und nächstes Wochenende ist ein doppelt heilige Event. Also hebt euch da ein bisschen was auf. Dann haben wir noch zusätzlich das Ding, dass ihr, die Woche drauf wieder ein 10-fach habt, das zur Fusion beiträgt. Und das Wochenende da drauf, also in 3 Wochen haben wir dann 2-fach Void Event. Ja, da müsst ihr für euch wissen, hebt euch eure Ressourcen zur Not auch auf, beziehungsweise spart euch ein bisschen was, wenn ihr am Wochenende pullt oder morgen in dem Fall. Wie gesagt, wir werden im Stream auch pullen. Ich bin morgen Abend online und dann werden wir auf jeden Fall ein paar Charts knacken. Wer dabei sein will, schreibt mir auch in Discord, weil ich brauche persönlich diese 2 Champions und ich will sie haben. Deswegen mal gucken, ob wir Glück haben. Wenn nicht, dann ist es halt einfach so. Und
Hebt euch eure Ressourcen auf, wenn ihr wisst, ihr kriegt nicht allzu viele, damit ihr die Fusion nicht verpasst, falls ihr sie mitmachen wollt. Wird es eher eine Mäh-Fusion, muss man nicht unbedingt mitmachen. Wir machen sie natürlich mit, weil wir uns die Challenge gesetzt haben, aber das muss dann am Ende vom Tag trotzdem jeder für sich wissen. Ne? Deswegen, ja, ich würde jede Fusion mitmachen. Leggy haben ist besser als brauchen. Ne? Wer weiß, ob die irgendwann noch krasser gebufft werden. Wer weiß, wie sich das Kit liest sich aktuell nur Mäh. Am Ende ist er voll OP, wir wissen es nicht. Wir werden sehen, wenn er rauskommt. Jo, das war es eigentlich soweit. Wie gesagt, morgen streamen wir wieder 19 Uhr, dann knacken wir Charts, werden viel Spaß haben. Mal gucken, bauen den einen oder anderen Champion und jo, dann wünsche ich euch noch eine wundervolle Zeit. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, sehen wir uns im nächsten Stream. Ich bin euer Alium. Ciao, ciao.